Wenigstens kann ich jetzt in Ruhe nachdenken. Die Wächter haben mich in eine Privatzelle versetzt und obwohl sie mir nicht den Grund für meine Verlegung genannt haben, bin ich sicher, dass sie Notiz von meiner medizinischen Fähigkeit genommen haben. Ich habe mehrmals gesehen, wie sie mich heimlich bei der Arbeit beobachtet haben. Das ist keine große Überraschung. Auf der Insel war es nicht anders. Wie auch immer, meine Fähigkeiten entsprechen zwar eher denen eines Feldarztes als eines echten Doktors, doch es ist wohl besser, wenn ich diese Rolle weiterhin spiele. Nach mehreren Tagen erreichten wir endlich die Basis des Burning Phoenix Clans und während meine ehemaligen Mitstreiter in das Sklavenlager verfrachtet wurden, wurde ich dem Anführer des Clans vorgeführt. Ich hatte schon so viel von dem einst großen Reich der Tataren gehört, aber war bisher noch nie dort. Timur scheint aus demselben Holz geschnitzt zu sein wie die sagenumwobenen Khans. Er war gebieterisch und zwanglos zugleich und stellte mir ungeduldig Fragen, auf einem Thron aus Knochen und Tierhäuten sitzend. Er war durchaus von meiner Intelligenz und meinem höflichen Verhalten beeindruckt, auch wenn er das nicht offen zugab. Aber dass ich in ein kleines Zimmer und nicht in eine Zelle gebracht wurde, ist mir Beweis genug. Ich habe mich gewundert, warum Timur die Dienste eines Arztes benötigt. Er schien in bester Gesundheit zu sein und ich hatte seit meiner Ankunft keine Patienten. Aber darüber brauche ich jetzt nicht mehr nachzudenken. Timur hat eine schwangere Frau. Ich nehme an, dass sich sogar blutrünstige Plünderer verlieben können oder sich zumindest nach einer Familie sehen. Die Sache wäre ja ziemlich drollig, wenn man von mir nicht erwarten würde, mich um die Mutter und die Geburt zu kümmern. Sollte die Mutter oder das Kind sterben, werde ich es ihnen wohl gleich tun. Nasrin ist ganz anders als ihr Mann. Sie ist eine kleine, schüchterne Blume, zumindest wäre sie das, wenn sie nicht hochschwanger wäre. Ich weiß immer noch nicht, ob der Zeitpunkt glücklich oder unglücklich ist. In ein paar Wochen wird Timur keinen Doktor mehr brauchen, aber so wie es aussieht, bin ich Teil eines anderen, größeren Plans und habe nur noch wenig Zeit, mich vorzubereiten. Abgesehen von meinen unangenehmen Umständen ist diese Angelegenheit sehr fesselnd. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass auf der Ark eine neue Generation geboren werden kann, aber jetzt ist es unvermeidlich, wie jedes andere Tier wollen sich auch die Menschen fortpflanzen. Wie sonst könnten sie fortbestehen? Rockwell, alte Bohne, du hast es schon wieder geschafft. Sowohl Mutter als auch Kind haben es geschafft. Timur ist ein stolzer Vater und dein Kopf ist immer noch an deinen Schultern befestigt. Ich war sogar ein Ehrengast bei Timurs Festessen. Ich kann nicht sagen, dass ich den Blutsport genossen habe, der als Unterhaltung der Burning Phoenix dient, aber das Essen war köstlich. Ich war mir sicher, Timurs momentanen guten Willen nutzen zu können, indem ich seine Ohren mit Geflüster von Obelisken und Artefakten füllte und die unermessliche Macht, die sie Sterblichen gewähren. Es kann einige Zeit dauern, bis die Gedanken in die Tat umgesetzt werden, aber mit ständiger Sorgfalt kann ich ihn dennoch zu meinem unwissenden General machen. Die Silberzunge des Sir Edmund Rockwell hat mal wieder Erfolg gehabt. Nachdem ich so lange zugeschaut hatte, wie die Mitglieder der Burning Phoenix unglückliche Karawanen und Dörfer versklavt und dahingerafft haben, konnte ich Timur überzeugen, seine Macht am Wächter des Obelisken zu testen. Ich gebe zu, ich bin etwas besorgt. Timur ist bei weitem kein so guter Befehlshaber wie Mr. Nerva und sollte er fallen, so falle ich mit ihm. Trotzdem habe ich keine Wahl und die Belohnung im Falle des Sieges ist das Risiko wert. Die Obelisken, die Kultstätte und das wertvolle Metallerz werden das Fundament für mein Vermächtnis als Wissenschaftler, Gentleman und Entdecker sein. Da bin ich mir sicher. Ich hab's gefunden, ich hab's tatsächlich gefunden. Rohe, makellose Proben des gleichen mysteriösen Erz wie aus der Kultstätte. Das furchtbare Biest muss es bewacht haben. Danke Gott für Timur und seine rasende Grausamkeit. Als er vom Rücken seines Wivern sprang, war ich mir sicher, dass er verloren war. Doch er schaffte es tatsächlich, die Hörner des Ungeheuers zu greifen und dessen Auge so schlimm zuzurichten. Ich habe nie zuvor eine so brutale und effektive Barbarei gesehen. Viele seiner Kameraden haben die Begegnung natürlich nicht überlebt. Aber das war auch zu erwarten. Fortschritt erfordert Opfer und egal, ob es diese Barbaren wussten oder nicht, ihre Tode haben der Menschheit einen Schritt in Richtung Zukunft verschafft. Dieses Erz ist außergewöhnlich. Selbst in den kalten Wüstennächten ist es warm, wenn man es anfasst und es pulsiert, als hätte es einen eigenen Herzschlag. Es ist gleichzeitig leicht und trotzdem robuster als jedes andere Material, das ich entdeckt habe. Die Nutzungsmöglichkeiten. Ich sollte ihm einen Namen geben. Doch welchen? Rockwellium? Edmundium?
Ein Dilemma zu späterer Zeit. Vorerst habe ich andere Probleme. Timo und seine wilden Burning Phoenix haben ihren Teil getan und ich kann nicht mehr in ihrer Obhut bleiben. Es ist an der Zeit, dass der große Kriegsleiter seine Belohnung erhält. Ach, armer Timo. Er war so beschäftigt damit, seinen Sieg über seinen Widersacher zu feiern, dass er die große Gefahr nicht kommen sah. Jetzt liegt er unter dem verwundeten Kopf des Biestes, welches er besiegte, die Augen herausstechend und voll mit Blut aus seinem Mundwinkel läuft. So jedenfalls stelle ich ihn mir vor. Ich bin nicht geblieben, um mein Handwerk zu bewundern. Schon als die erste Gruppe der Krieger des brennenden Phönix ihre vergifteten Speisen erlag, stahl ich mich heimlich in die Dunkelheit der Nacht, das Edmundium und das Artefakt im Schlepptau. Geschieht diesen Rohlingen recht, finde ich. Sie haben mich nie mit der Richtigkeit behandelt, die es ein Gentleman und Wissenschaftler meines Kalibers verdient. Die Wüste kommt ohne sie besser zurecht. Da mein Rückzug aus dem Lager der Krieger der Burning Phoenix schnell ablaufen musste, hatte ich keine Zeit, meine Vorräte zweimal zu überprüfen. Es scheint so, dass ich auf die Jagd gehen muss. Kein Problem. Ich bin vielleicht nicht mehr so agil wie damals, als ich in den Savannen der Serengeti ein wütendes Nashorn erlegt habe. Aber mit den wenigen Waffen, die ich vor der Flucht aufgreifen konnte, sollte ich dazu in der Lage sein. Ich habe vor, beim ersten friedlichen Stamm die Waffen gegen Informationen einzutauschen, aber bis dahin brauche ich ein wenig Munition für die Jagd. Trotz meiner mangelhaften Ausrüstung schaffte ich es, einige Tests am Edmundium durchzuführen. Meinen Beobachtungen nach reicht ein einfacher Ofen nicht aus, um Edmundium-Erzproben in Barren zu gießen. Ich vermute, dass es eine extrem feste Verbindung hat und einen viel höheren Schmelzpunkt als herkömmliche Metalle besitzt. Ich muss eine bessere Basis für ausführlichere Tests finden, aber ich darf auch nicht zu übermütig vorgehen. Ich habe nur eine begrenzte Menge an Proben und... Verflixt, ich muss mit dem Grübeln aufhören. Ein Sandsturm braut sich zusammen und ich habe kein Verlangen, darin gefangen zu werden. Vermaledeites Wetter! Nicht nur hat der Sandsturm mich von meinem Ross getrennt, nein, ich habe auch noch niemanden Geringeres als die treulose Miss Walker getroffen, als sich der Sturm abgeflaut hatte. Sie hat ein verdammtes Schauspiel abgezogen, hat irgendwas gefaselt von wegen, wie schön es doch sei, mich wiederzusehen. Schwachsinn! Es ist offensichtlich, dass sie mich täuschen will. Ich bin sicher, dass sie hinter meinem Edmundium her ist. Der einzige Grund, warum sie mich nicht schon längst dafür getötet hat, ist, dass sie mein fachmännisches Wissen benötigt, um es zu verstehen. Nun, es spielen immer zwei Leute ein Spiel. Miss Walker, ich habe kein Problem, die Rolle des harmlosen alten Wissenschaftlers zu spielen, aber ich lasse mich nicht nochmal betrügen. Ich bin froh, dass ich so schlau war, mich vor Miss Walker nach ihrer Gefangennahme auf der Insel zu verstecken. Sie glaubt, dass ich nichts von ihrem Verrat erfahren habe. Indem ich diese Tatsache ausgenutzt habe, habe ich es geschafft, den Betrüger zu betrügen. Die grimmige alte Fledermaus, mit der sie reist, ist eine andere Sache. Ich sehe sie oft in meine Richtung schauen, ihre Augen scharf und misstrauisch. Wenn ich könnte, würde ich mit ihr so umgehen, wie ich mit Timo umgegangen bin, aber ich befürchte, sie ist viel zu aufmerksam. Jetzt muss ich meine Täuschung so gut ich kann bewahren. Ich glaube, ich habe Miss Walker ein wenig überschätzt. Obwohl ich sie das Edmundium habe sehen lassen, war sie noch immer an meinen Artefakten interessiert. Ich hätte daran denken sollen, dass Miss Walker Biologin ist. Sie würde die einzigartigen Eigenschaften von Edmundium nicht mal erkennen, wenn man sie mit der Nase darauf drückt. Diese Erkenntnis hat einiges leichter gemacht. Für den Fall, dass Miss Walker meine Genialität zu ihrem Vorteil nutzen will, hat sie aufs falsche Pferd gesetzt. Solange ich meine Studien des Edmundiums vorsichtig betreibe, werde ich ihr um Längen voraus sein. Ich kann es kaum erwarten, Valial Aswad, diese finstere Bedrohung in Frauengestalt, endlich wieder loszuwerden. Ich denke, es beruht auf Gegenseitigkeit, denn als wir durch den Eingang des Arks zum Heiligtum schritten, fiel ihr Abschied recht kurz aus. Für Miss Walker und mich sollte es viel einfacher werden, wenn wir diese Wüstenhexe los sind. Die Wunder des Edmundium und mein Wissen über die Intrige auf der Insel hat sie offenbar vergessen. Sie kann ruhig mit billigem Schmuck und Relikten herumfuchteln. Wenn es mir hilft, werde ich ihr auch helfen. Bis dahin werde ich die Geheimnisse dieses außergewöhnlichen Elements hinter ihrem Rücken entschlüsseln.